Moin, wir sind hier im Bikepark Aachen und der Jobberlin von Santa Cruz hat uns das neue Nomad mitgebracht. Jobberlin, erzähl uns mal was. Ja, wie du schon sagst, neues Nomad 4, ganz frisch aus der Presse, komplett überarbeitet. Das größte Feature, was wir überarbeitet haben, ist tatsächlich der VPP-Bereich, Anlenkung wie beim V10. Das Rad, so wie es hier steht, ist die XX1-Variante mit Santa Cruz Reserve Laufrädern, niegelnagelneu, exklusiv auf dem Nomad. Zu jedem Santa Cruz bekommst du eine lebenslange Garantie auf den Rahmen und auf die Kugellager. Der Reserve Laufradsatz hat auch eine lebenslange Garantie. Das greift, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Solltest du beim Fahren einen Fehler gemacht haben, dann haben wir ein Crash Replacement Programm. Das Nomad 4 ist mit Abstand das längste, tiefste und breiteste Nomad, was wir jemals gebaut haben in seiner vierten Generation. Basis ist hier wirklich einfach, wir wollen ein pures Spaßbike haben. Wir haben einen Flipchip drin, in der High-Einstellung, 65 Grad Lenkwinkel, Everyday Rides, schön Enduro, Low-Einstellung, Vollgas, Bikepark, Downhill. Und so wie du es fahren möchtest, so stellst du es dir ein und immer Vollgas Spaß. Das ist das Ziel vom Nomad 4. Alles klar. Probieren wir es mal aus. Santa Cruz Nomad 4. Ich denke mal, dass mit dem Rad, das Santa Cruz geschafft hat, ein Alleskönner zu entwickeln, welches bergab super gut funktioniert, welches bergauf sehr gut funktioniert, was dir genug Sicherheit und Stabilität gibt. Und ich denke mal, dass du dich hiermit auf jedem Trail der Welt zu Hause fühlen wirst. Auf jeden Fall für mich eine Option für 2018. Benny? Ist doch gar nicht. Benny? Alter! Der Nomad war nur zum Testen! Benny?